Hallihallo und herzlich willkommen zu Eisnoobs. Okay, ja. Ja. Notfall am Wachturm. Eisnoobs deshalb, weil ich jetzt schon wieder ein Eis esse. Das passiert zu selten hier bei Couchnoobs. Ganz selten. Passt fast gar nicht. Ja, schaut aber cool aus. Oh. Hast du jetzt gerade gerülpst und oh gemacht? Nein, aber es ist, ich hab so leicht aufgestoßen in mich hinein und das hat so ein oh Gefühl in mir hervorgerufen. Lecker. Naja, best. Da kommen wir nicht drauf. Ah, I know. But I wanna try. Was soll das so darstellen? Ein M für ja, Mario? Ein M für Mario, genau. Urkreativ, Leute. Gib mir das Shield. Ist aber knapp. Knapp? Was geht denn da jetzt ab? So. Kommt damit. So. Ich glaube, da musste ich nicht hin. Nö. Goddammit. Oh. Ah, dann gehen wir halt rundherum, ist auch okay. Okay. Obwohl, wir auch fertig mit dem Eis. Oh, ich glaube, da muss ich lang. Nein? Nein. Gut. Hat vorhin auch schon so gut funktioniert. Was? Das, was du machen wolltest. Iti. Hatscha. Das ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, ziemlich viel von diesen Dingen da zu sammeln. Das ist so, wie es auch in echt funktionieren wird. Ich sehe ich, aber sonst? Ich weiß ja nicht, wie viele du in deinem Leben schon gebuttslammt hast, aber ich weiß einiges. Aber. Hast du dir mal meinen Butt angesehen? Der ist buttslamtastisch oder was? Er ist buttslam-o-matic. Okay. Fuck you! Das ist ja quasi wie Prince of Persia. Ist es das? Voll. Oh, das war ein bisschen zu nah. Ja. Ich hab's gespürt. Aber. So schwer das abzutimen. Oh Mann. Ja? Ist mich der was auf was gebracht? Ah ja. Ich kann jetzt da kommt jetzt Live-Action. Oh, Live-Couch-Noobs-Action behind the scenes. Super vor den mega Szenen. Über. Also, es ist echt. Ich zeige euch das jetzt einmal. Ich mache jetzt folgendes, ich gehe jetzt auf meinem Handy, während wir Couchnoobs aufnehmen, auf unsere Couchnoobs-Page, so, und teile den heutigen Beitrag von mit euch. Montag? Hä? Von Montag? Von Montag? Ja, kommt, ist die Frage, wann das ehrt, aber ich sag den heutigen Beitrag. Ich bin so ein Heißel, ich habe gerade alle einzeln gemacht, hätte jetzt einen Stern gekriegt, ich voll gehofft. So. Ich sag's noch einmal, ich teile den heutigen Beitrag, ohne ein spezifisches Datum zu nennen, Jaden. Okay. So. Aber jetzt habe ich es doch schon genannt. Montag ist kein spezifisches Datum. Okay, gut. Und wenn ihr das auch mal machen wollt, wenn ihr euch auch fühlen wollt wie ein Couchnoob, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr den heutigen Beitrag teilt auf Facebook. Dann seid ihr wahre Couchnoobs. Was für ein dreckiger Versuch, die Leute zum Teilen zu animieren. I like it. I like it. Hier, nimm mein Abo. Und wir versprechen auch jeden geteilten Beitrag einmal zu upvoten. Einen Like. Das ist so billig. What a goddamn deal. I can't believe those deals. Those deals are so great. I can't give away that deal. We don't make deals. Would you do it? Ede. Bam. Oh, bam. Nein, aber wir haben... Wir haben gesagt, wir wollen einmal euch hinter die Kulissen so. Mitnehmen, während okay. wir das machen. Okay. Aber Bam. Mir fällt gerade auf, dass du das Thema mit den Sternen und dem Genozid irgendwie übersprungen hast. Ja, aus gutem Grund. Fand ich ein wenig fragwürdig, muss ich jetzt an der Stelle auch einfach zugeben. Ja, nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Was denn? Vielleicht bist du auch so ein Regierungssympathisant. Vielleicht.
Oh! Puff! But die ist einfach da. But would you ever know? Ist die Frage, ne? Hey, das ist leider das Thema. What the fuck? Was sind das für Geräusche? Ah, das ist der Wiggler. Der Wiggler. Ein komisches Völkchen. Einfach links, rechts raufspringen, das ist wurscht oder was? Das dauert zu lang. Ja. Ich hab das. Ain't no got time for that shit. Ain't nobody got time for that shit. Oh, was könnte wohl da oben sein? Bam. Ich hätte es nicht erraten. Ja. Deshalb habe ich dir gezeigt. Nein, deswegen hat mir das Spiel das gezeigt, nicht du. Ich hab's dir gezeigt. Was soll das sein, allein. Bitte? Ein Holzdildo. Es schaut doch genau so aus. Und noch ein zweiter Holz-Buttplug. For maximum pleasure. Das ist jetzt. Bestell jetzt und du kriegst den Holzdildo und plus dazu stylisch dazu passenden Buttplug. Der ist handgemacht. Gratis dazu. Fürs Handgemachte. Ohne Spaß, es gibt wirklich handgemachte Holzdildos. Ja, handgemacht fürs Handgemachte halt, ne? Oh. Ohne Spaß, da, jetzt wirklich, da war ich auf Wacken, okay? Und ja. Auf Wacken gibt es immer diese Shoppingmeile, ja. Wie bei jedem Festival. Und da sind wir bei so einem Stand vorbeigekommen, die waren richtig schöne Handarbeit. Das ist richtig so die Holzmaserung, die sind halt in Form von einem Dick oder was ich. Das sind nicht diese genaue Form von einem Penis, aber so von die einem ungefähre. Dicker. Die ungefähre Phallusform. Aber das hat mich so fasziniert, dass die einfach so extrem, das Craftsmanship war. Ja. Ich meine, nicht, dass ich sowas kaufen wollen würde, aber Craftsmanship war einfach top. Wahnsinn, genau. Also ich meine, Wahnsinn. Was machen wir da jetzt? Nein, das geht sich nicht aus, oder? Ich muss das erst anschalten. Ah. Goddamn. Der will schon wieder speedrunnen da. Ja, sorry. Goddamn. Es ist wie Gautier, nur so ein schlechter. Jean-Paul Gaultier. Gaultier, eher Gautier. Gautier? Dieser Typ, Somebody that made some music a while ago. Ja. Yeah. Gaultier made some. One song and now he's somebody that we used to know. Ja, eh. Wer ist er? Das ist ein Käfer. Warum wird dein Käfer wütend? Ja, weil ich gerade sein Kind, das auf ihm draufgesetzt ist, getötet habe mit einer Arschbombe. Deshalb. Auf dieselbe Art und Weise, wie ich ihn töten werde. Das ist aber gemein. Da bist du wieder bei deinem Genozidthema zurück, bitteschön. Ja, nein, du verbietest mir den Mund. Wir müssen die Käfer beschränken in dem, was wir tun können. Ich werde da gleich in Untersuchungsausschuss. Untersuchungshaft genommen. Ach so, okay. Weil ich ja anscheinend gegen die Regierung bin. Gegen die gesagt. Todregierung oder wie? Hat er keiner gesagt? Sternenkönigreich, wie heißt das? Mushroom Kingdom? Mushroom Kingdom, ja. Mushroom Kingdom? Mushroom Kingdom, maybe? What? Maybe? Maybe? Was? Was? Das ist schon wieder gesagt. Kann ich nichts dafür. Wir holen uns noch einen. Special. Sehr special. Immer zuerst special. Aha, da können wir uns jetzt gleich schon anschauen, wie wir gehen wollen, oder? Das ist die Umdrehbodengalaxie. Die Umdrehbodengalaxie? What? Färbt die Umdrehböden gelb ein? Oh mein Gott. Das ist ja sicher urschwer. Der Name ist Programm. Wow. Wow. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht ausschaut. Aber wenn du es einmal gemacht hast, ist es sicher. Jedes Mal, wenn du wieder draufsteigst, färbt sich's wieder um. Ach nee. Das hätte ich jetzt nicht. Wär mir jetzt hier nicht eingefallen. Deshalb ist es auch schwer. Warum bist du nicht aufs Rote draufgestiegen? Fuck. Good yum. Okay, das ist ja. Der zeigt dir eine Route an. Ja, ah. Komm schon. So. Jetzt nicht sterben am Weg zurück, das wäre sehr gut. That would be nice.
Kannst du auf das rote Ding nicht drauf? Achso, das hat sich eh ausgeschaltet. Das hat sich eh ausgeschaltet. Ich kann schon aufs rote Ding drauf. Für die ganzen Luschen, die es sonst nicht schaffen. Für die ganzen Lutscher! Schau dir den Hintergrund an! Ja. Oh, das ist ja voll Mario-Reception. Retro? Mario-Reception. Das nächste Mal im Couch-Tipps. Ist schon so. Oh, es ist schon so weit! Ciao. Ich mach jetzt einen Strich. Ja, ich schau dir auf die Finger. Ja? Was? Mach deinen Strich. Hast du jetzt einen Brokkoli oder was? Nein, das ist eine Qualle. Okay, gut.